Einer der unwirtlichsten Orte Namibias und der gesamten Erde. Die Namib. Eine Wüste ganz im Westen des Landes. Auf Regen wartet man hier vergeblich. Und trotzdem tummeln sich einige der giftigsten Tierarten in dieser Wüste. Das überlebenswichtige Wasser steigt vom angrenzenden Meer als Nebel auf und kondensiert in den kühlen Nächten auf dem Wüstensand. So ist es Überlebensgrundlage für viele Tiere, die in dieser lebensfeindlichen Gegend vorkommen. Die kleine Sandeidechse ist ungiftig. Ihre einzige Waffe ist ihre Geschwindigkeit. Um schnell und beweglich zu sein, drückt sie ihren Bauch in den heißen Sand, um bei Gefahr pfeilschnell zu entkommen. Eines der erstaunlichsten Lebewesen hier ist das Wüstenchamäleon, denn die meisten seiner Artgenossen leben eigentlich in den feuchten Tropen. Wie alle Chamäleons kann es seine Augen unabhängig voneinander bewegen und seine Farbe ändern. Am Morgen nach der kühlen Nacht verfärbt sich das Reptil dunkel, damit es durch die Sonneneinstrahlung warm und beweglich wird. Die Namib grenzt unmittelbar an den Atlantik an und gehört somit zu den seltenen Küstenwüsten. Hier in der Bucht von Walvis Bay trifft man häufig auf Flamingos. Sie nutzen das Niedrigwasser für die Nahrungsaufnahme. Das offene und raue Meer wird stark vom Benguela-Strom beeinflusst, einer arktischen, kalten Meeresströmung, die sehr fischreich ist. Davon profitieren nicht nur die Seevögel. Der südafrikanische Seebär galt im 19. Jahrhundert bereits als fast ausgerottet. Heute hat sich der Bestand dieser Robbenart wieder so gut erholt, dass er nun als nicht mehr gefährdet eingestuft wird. Er bewohnt in wenigen Kolonien Teile der Küste Namibias. Die Koloniegröße ist dabei teilweise so gigantisch, dass sich bis zu 200.000 Tiere gleichzeitig auf einem Fleck tummeln können. Die männlichen Tiere unter ihnen können bis zu 400 Kilogramm schwer werden. Musik
Der südafrikanische Seebär gehört zu den sogenannten Ohrenrobbenarten und seine kleinen abstehenden Ohren sind auf Anhieb gut zu erkennen. Wie durch ein Wunder schaffen es die Jungtiere trotz des großen Getümmels, ihre Mutter ausfindig zu machen. Vermutet wird, dass sie sich eindeutig am Klang ihrer Stimme erkennen können. Etwas weiter im Landesinneren befinden sich stellenweise riesige, rötliche Granitsteinformationen. Obwohl es hier kaum regnet, trifft man dennoch auf Leben. Wie zum Beispiel den Streifenhörnchen. Scheue Tiere, die sich hier gut eingerichtet haben. Oder dem Klippspringer, der im Westen Afrikas als nahezu ausgestorben gilt. Aber auch die sogenannten Klippschliefer leben hier in Höhlen. Ihre Hinterlassenschaften verraten ihre Anwesenheit. Sie bewegen sich wie in Zeitlupe, um von ihrem Hauptfeind, dem Greifvogel, unentdeckt zu bleiben. Am Abend kommen sie von den Bergen herunter, um die saftigen grünen Triebe der wenigen Bäume abzunagen, und so versorgen sie sich mit der so überlebenswichtigen Feuchtigkeit. Fernab von jeglicher Zivilisation sind die Nächte klar und die Sterne ohne Zahl. Die aufgehende Sonne bringt die Landschaft um den Brandberg herum zum Leuchten.
Zwei Ellipsenwasserböcke betreten das Seeufer. Die Tiere sind äußerst streitbar und bekannt für ihre erbitterten Kämpfe bis zum Tod. Die kräftigen Antilopen können bis zu 270 Kilogramm Kampfgewicht besitzen und ein gut platzierter Stoß könnte den Gegner für immer niederstrecken. Flusspferde können sehr aggressiv werden, besonders dann, wenn man ihnen zu nahe kommt und ihren wohlverdienten Schlaf unterbricht. Das massige Tier entscheidet sich dafür, dass es heute keinen Sieger mehr geben wird. Die Etosha-Pfanne im Norden Namibias ist das Zuhause für viele bekannte Tiere Afrikas. So leben in der schier endlosen Weite zahlreiche Giraffen.
Die großen Bullen unter ihnen erreichen eine Körpergröße von bis zu 6 Metern Höhe. Die Tragzeit dauert bis zu 15 Monate und das neugeborene Kalb bleibt fortan für 1,5 Jahre an der Seite seiner Mutter. Die Etosha-Salzpfanne ist auch die Heimat vieler Raubtiere. Der Gepard ist eines von ihnen. In den Schutz eines schattenspendenden Strauches hat sich ein Weibchen mit seinem Nachwuchs zurückgezogen. Die Jungtiere fallen nicht selten größeren Raubtieren zum Opfer, wie dem Löwen oder dem Leopard. Der afrikanische Elefant ist nicht weniger als das größte an Land lebende Säugetier der Erde. Er bewohnt große Teile des afrikanischen Kontinents südlich der Sahara. Thank you.
Obwohl sich die Nacht über das Land ausbreitet, ist die Mission des Elefanten an diesem Tag noch nicht zu Ende. Im Schutz der Dunkelheit begibt sich die Herde an einen Tümpel, um ihren Wasserbedarf zu stillen. Aus Angst vor großen Raubtieren hält sich die Herde nie lange an einem Ort auf. Und die Leitkuh drängt zum Aufbruch. Warzenschweine sind tagaktiv und leben in Gruppen bis zu 15 Tiere. Ausgewachsene Eber leben meist einzelgängerisch. Streifengnus sind sehr lauffreudige Tiere und halten sich häufig in der Nähe von Zebras auf. Kranke Artgenossen in den eigenen Reihen werden unerbittlich vertrieben.
Von den 5 noch vorkommenden Nashornarten ist das Breitmaulnashorn das gewaltigste. Große Bullen können bis zu 3,5 Tonnen auf die Waage bringen. Und nur hier in Afrika kommen diese Tiere in freier Wildbahn vor. Und so neigt sich auch dieser Tag seinem Ende entgegen und in einem immer wiederkehrenden Zyklus zeigen die unzähligen Sterne ihren Glanz. Über Namibia, einem Land, das von der Wüste über das Meer und bis in die Savanne seine großartigen Bewohner beherbergt.